Spinnen. Ich sehe kein Enderman hier. Leider nicht. Da hinten ist auch nur eine Spinne. Es wird leider auch schon hell. Das ist ganz schlecht. Licht mögen die nicht. Warum läuft denn der mir vorbei? Hallo, komm von The Real Olaf. Schreibt, Doc You Know. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Der Real Olaf scheint dir echt Werbung gemacht zu haben. Freut mich, dass du hierher gefunden hast. Wo kriegen wir jetzt so einen doofen Enderman her? Ja, es wird hell. Es hat keinen Sinn. Die Ender werden jetzt eh gehen. Ja, es wird fast nur eine Höhle bleiben, oder? Schon wieder hier. Das braucht man nicht. Kann da auch runter. Ja gut, jetzt werden wir keinen Ender mehr finden. Das Licht geht auf. Die Ender gehen weg. Schade. Sehr, sehr schade. Wir können natürlich mal ganz kurz... Ich weiß gar nicht, was 18 Uhr ist. Ich versuche einfach mal so. Okay, das ist noch am Tage. Das ist die Nacht. Und wir laufen die Lande ab. Was wollen wir halt machen? Wir laufen die Lande ab. Findet man Ende auch eine Wüste? Wahrscheinlich auch. Eine Wüste ist ein bisschen übersichtlicher. Und hier unter ist ein Wald. Vielleicht auch da. Sehr dunkel. Ja, wir kommen hier nicht mal selber durch. Ich lese nur gerade ein bisschen den Chat nebenbei. Muss aber aufpassen, weil wir sterben natürlich auch recht schnell. So, Essen hier hin. Schule vorbei, schreibt der Luis. Okay. Herzlich willkommen, dass du da bist. Um 11 Uhr schon Schulschluss. Ein Enderman. Ein Enderman. Bitte gib mir deinen Kopf. Bitte, bitte gib mir deinen Kopf. Das ist ein Schwein. Wir müssen natürlich alles töten, was in der Nähe ist. Wenn uns da gleich 1000 Sachen anfallen, haben wir ein Problem. Ihr seid schmutzige Banditen, seid ihr. Boah, der lebt immer noch. Da haben wir uns gegenseitig getroffen. Bin so 15 Minuten weg, dann sage ich schon mal ciao. Ich werde es bestimmt überlesen. Wüste ist sogar am besten. Okay. Die hat mich übergejumpt. Hier ist ein Enderman. Ansonsten gehen wir in die Wüste. Herzen sind voll. Ich habe immer Angst, den anzugucken. Ey, das kann nicht sein. Ich habe auf den Boden geguckt. Oh. Ich will dich nicht angucken. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden sterben hier. Wir werden hier sterben. Oh Gott, wir werden sterben. Oh Gott. Und da ist auch noch so ein Viech. Da ist er. Gib mir deinen Kopf. Ich will nur deinen Kopf. Wir sind gleich tot. Fuck you. Entschuldigung. Ah, Mist. Ah, oh, Wie geht's uns, Elrond? Schlecht. Gerade sehr schlecht. Alter, jetzt bin ich aber echt abgefuckt. Wir haben eine echt beschissene Rüstung, liebe Leute. Wir haben eine beschissene Rüstung. Nichts Gutes. Wir haben was Beschissenes. Das wollte ich nur mal sagen. Also wir werden uns definitiv eine Rüstung machen, bevor ich hier weiter Enderman farme oder Ender farme. Erster Schultag nur 4 Stunden. Ah, okay, das geht ja. Also bestimmt haben wir keinen Kopf bekommen. Bei unserem Glück, warum sollten wir einen Kopf bekommen? Wir machen es mal so. Es ist ein bisschen nervig. Warum haben wir jetzt 2 Laserstrahlen?
Ich glaube, wir haben eine Perle bekommen. Na, ganz toll. Ich wollte seinen Kopf haben. Also definitiv eine bessere Waffe mit Rüstung. Mit der Rüstung, das hat null Wert. So, das ist erstmal das. Und wir können den Tod hier löschen. Ciao. Okay, wir brauchen eine stärkere Rüstung. Die Rüstung war lächerlich. Mir fällt gerade was ein. Rüstung. Wir haben noch so eine verzauberte. Die ist wahrscheinlich wesentlich besser geeignet. So, die müssen wir noch ein bisschen reparieren. Ich hoffe, dass sie besser geeignet ist. Ah, jetzt kann ich nicht mehr so hoch springen. Völlig ungewohnt. Macht ihr eine gute Rüstung? Ja, das wird jetzt Problem werden. Ich habe ja diese eine... Ich müsste vielleicht mal eine Diamantrüstung machen. Ist Diamant das höchste? Ey, ich will nicht hängen. Was ist hier los? Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch, weil ich nicht mehr zwei springen kann. Na, ganz toll. So, haben wir es doch noch geschafft. Oder soll ich eine Diamantrüstung machen? Dir oder Dark Steel? Ja, Dark Steel hört sich gut an. Ist, glaube ich, einfacher als Diamant. Wir geben mal... Wie heißt das? Rüstung? Panzer. Dunkelbrust. Das ist doch von Ender.io. Den meinst du wahrscheinlich, ne? Alter, was ist das denn hier? Den kann man nicht mal bauen. Richtig krass. Ja, okay, dann machen wir uns den. Dann machen wir uns Dunkelbrustpanzer. Dann machen wir das von Ender.io. Das ist schnell getan. Ender.io. Wir machen uns jetzt die Rüstung von Ender.io. Das Schwert ist, naja, es ist mäßig schlecht. Warum kann das so aussehen? Das verstehe ich nicht. Das ist hier so aufgeladen. Vielleicht müssen wir unser Schwert verbessern. Das können wir natürlich auch machen. Wir machen jetzt erstmal einen Helm. Wir machen das jetzt alles daraus. So, das da rein, Knochenmehl kann dann nicht rein, der Spawner momentan auch nicht, das kann aber da rein, der Zombie-Kopf, das verrottete Fleisch, die Perle kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Hui, ein bisschen Platz haben wir. Was haben wir denn hier gefunden? Ja, die Route brauchen wir nicht, ciao. So, wir machen jetzt erstmal den Helm. Dann machen wir als nächstes, wenn wir den Helm haben, brauchen wir die Füße. Wenn wir die Füße haben, machen wir den Panzer. Wir haben nicht genügend Dunkelstahl. Wie produzieren wir Dunkelstahl? Das kriegen wir auch noch raus. Das ist, okay. Dann machen wir es mal anders. Dunkelstahl. Wie stellen wir das denn her? Das ist doch gar kein Problem. Obsidian. Wir brauchen Stahlbarren. Also wir brauchen Obsidian, Kohlepulver und Eisen. Obsidian, Kohlepulver und Eisen. Das kriegen wir hin. Wir haben nicht mehr so viel Obsidian. Kohlepulver können wir machen und Eisen kriegen wir auch noch hin. Zur Not müssen wir halt nochmal farmen gehen. Hab ich ja gesagt, heute wird es auch gegebenenfalls mit Farmen sein. Kohlepulver brauchen wir. Das Silizium kann hier rein. Die Rüstung können wir... Können wir die verzaubern? Das wäre ganz zauberhaft. Boah, wir können die sogar verzaubern. Müssen wir noch ein paar Zauberlevel holen. Wir haben hier diese Beeren auch drin. Schaut mal, wie viele XP-Beeren wir haben. Oh, das waren zu viel. Also das wird nicht das Problem. Mach lieber eine verzauberte... Hä? Soll ich jetzt machen oder nicht? Ich kann auch nur eine Diamantenrüstung machen. Habe ich eine Civico-Rüstung, damit man kreativ fliegt. Okay, nee. Fliegen und so wollen wir nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir machen jetzt die. Wir machen jetzt die und verzaubern uns die. Wir schauen mal. Füße. Federfall und Feuerschutz vielleicht. Aber man kann nur eine Verzauberung machen. Soulbone, ich weiß gar nicht, was alles. Dorn, Haltbarkeit. Letzte Rettung, ich weiß gar nicht, was letzte Rettung ist.
Ich glaube, wir machen Explosionsschutz, oder? Falls Creeper kommen und so, ist das am schlauesten? Sag mir bitte mal, was ich machen soll. Also ich kenne nicht alles. Was ist Blödsinn zum Beispiel? Das ist ja Blödsinn. Warum gibt's Blödsinn? Letzte Rettung, was ist das? Was ist instabil? Ich weiß nicht, was wir hier am schlauesten auf allen hauen sollen. Soulboned, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Schusssicher ist vielleicht auch noch ganz sinnvoll. So Schuss- und Explosionssicher. Man könnte das halt... Ach, das darf man nicht kombinieren. Ach, das ist ja nett. Okay. Also man könnte zum Beispiel sowas machen, dass man hier sagt, schusssicher oder explosionssicher und dann machen wir da halt noch letzte Rettung. Dürfen wir nicht, aber instabil. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich warte mal, bis ihr Chat was schreibt. Binder schreibt, Oldschool Minecraft. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mach mit Schutz. Okay, dann machen wir Schutz. Dann hauen wir da Vollschutz drauf. Was ist E und R? Ich mach mal das. Ist drauf. Ziehen wir an. Nutze Schutz und Haltbarkeit. Ich glaube, beides geht nicht. Die Knochen, ich hau die mal kurz weg. Können wir da noch Haltbarkeit drauf machen? Ich weiß es gar nicht. Nee. Achso, wir brauchen, glaube ich, Level. Wir machen mal bis Level 10, essen wir mal. Na gut, jetzt war es Level 11. Und Haltbarkeit. Okay, wir brauchen Level 13. Wo sind sie? Wir verzaubern die perfekt. Wie gesagt, wir wollen hier nicht die ganze Zeit dumm umherlaufen. Geht da noch mehr? Man kann noch mehr machen. Wie krass ist das denn? Schutz, Haltbarkeit und was wollen wir machen? Was ist letzte Rettung? Oder was ist Soulbound? Ist das sinnvoll? Der Kark ist auch da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Moinse. Was ist das? Blödsinn ist, glaube ich, wirklich Blödsinn. Ich glaube, das ist eine Schrottsache. Dorn, da kriegen die Schaden wahrscheinlich, wenn die gegen uns rennen. Federfall, ja, das mag vielleicht auch noch witzig sein, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen viel mehr von diesen Perlen farmen. Ich glaube, bis wir die ganze Rüstung verzaubert haben, ist Ostern und Weihnachten vorbei. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wir ziehen die jetzt mal an und machen das nächste. Wir machen mal Step by Step. Wir können das ja mal nachverzaubern. Auf jeden Fall Schutz. Und jetzt können wir wieder essen. So, und Haltbarkeit war das. Und Haltbarkeit. Wo ist er hin? Der Kopf. Da ist er. Haltbarkeit. Atmung ist auch nicht schlecht. Wir müssen es ja nicht übertreiben, ne? Der ist ja schon... was heißt das verstärkt? Wie kann ich den verstärken? Ich würde die gerne noch verstärken einfach. Ich will einfach so über Power sein, dass ich... Ein Klick, die Gegner sind weg. Das wäre ein Traum. Zumindest zum Farmen. Zum so Welterkunden wird es natürlich langweilig. Aber für sowas wäre das doch perfekt. So, wie der Daxeron war kurz duschen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist immer in Ordnung. Bei Soulbound behältst du die nach dem Tod. Achso, die behalten wir sowieso. Dankeschön. Danke für den Hinweis. Das brauchen wir dann natürlich nicht. Wir haben ja den Gravestone-Mod. So, dann müssen wir mal gucken. Ach, mehr konnten wir ja noch gar nicht machen. Wir müssen ja erst herstellen. Wir gucken mal, wie weit das hier ist. Ich glaube, wir haben genug. Dann stellen wir das her mit Obsidian. Zur Not müssen wir Obsidian nochmal farmen. Wie gesagt, heute bereiten wir uns vor. Aua, ich habe vergessen, dass... technisch werden wir uns da definitiv gut aufstellen. Was waren das nochmal? Was wollten wir da machen? Stahl, ne? Schwarzstahl, wie hieß das? Dunkelstahl, ne? Dunkelstahl. Eisen, das und das. Okay. Wir machen das mal so und so und Kohlepulver dahin. Irgendwas verreckt im Ofen, kann das sein? Nee. Aua! Komm mal her, die darf hier raus. Das müssen wir auch mal machen. Dass das hier alles wegkommt.
Sonst kommt die nie raus. So, dann haben wir das. Jetzt gehen wir mal hoch und gucken mal, wie viel Stahl wir haben. Ja, denn Soulbone hilft uns dann leider nicht. Wir haben ja den Gravestone-Mod. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ups, zu hoch. Das tut weh. Und dann schauen wir uns das mal an. Wir kriegen das schon hin. Ich bin da recht zuversichtlich. Ein Barren braucht so lange. Ein einziger Barren braucht so lange. Was ist da los, liebes Spiel? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Obsidian und so. Das werden wir auch noch fahren müssen. Die Sachen, die da benötigt werden mit der Rüstung in Anvil. Was ist Anvil? Melancoaster. Ich kann euch immer nicht ganz so folgen. Ich würde es gerne können, aber ich kann euch nur immer bedingt folgen, weil ihr immer Begriffe verwendet, die mir nichts sagen. Ich muss sagen, diese Mods sind alle neu für mich. Ich nutze die jetzt seit ein paar Monaten, ja, aber benutzt haben wir sie kaum. Das ME-System haben wir schon seit einer geraumen Zeit und so. Das kriege ich alles hin und verstehe ich. Aber alles andere ist für mich immer noch Neuland, leider. Ja, das dauert 1000 Jahre hier. Ich kann jetzt nicht 1000 Jahre hier warten. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen die 2 Barren mal mit. Wir können ja mal gucken. Vielleicht können wir uns ja schon... Was fehlt denn noch? Die Hose zumindest herstellen. Das wäre ja schon mal ganz formidabel. Die müssen wir auch noch verzaubern dann. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Ende. Ja. Ender IO. Und jetzt gucken wir mal, wir benötigen jetzt die Hose. Ne, fehlen immer noch 2. Fehlen immer noch 2. Ja, dann warten wir noch auf die 2, dann verzaubern wir das. In der Zeit kann das da unten ja weiterlaufen. Ach, Armbost. Die Sachen, die da benötigt werden mit der Rüstung in... Anvil heißt gleich Armboss. Ah, danke, Matti. Ja, mein Englisch ist not so good. Ja, ich sag ja, da kann ich leider dann immer geringfügig folgen. Ich habe auch mal Minecraft schon seit 1000 Jahren auf Deutsch. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Na komm, einen noch. Einen brauchen wir noch und dann können wir hoch. Das, was wir haben, reicht auf jeden Fall für die ganze Rüstung. Armboss können wir gleich mal gucken, was wir da hinkriegen. Mit Kristallen, dynamische Kristalle, dann das machen wir auch. Wir machen die Rüstung immer. Die machen wir immer. Die muss so sein, dass, wenn die Gegner uns angucken, schon vor Angst nicht nur erstarren. Ja, das wäre noch too low. Die müssen freiwillig tot umkippen. Das wäre richtig. Und für den Fall, dass einer nicht umkippen will, könnten wir ja dann ein Schwert haben oder so, was dann sein Nötiges tut. Wie gesagt, ich würde diese Klamotten nur zum Farmen und so nehmen, so übertrieben in Höhlen zu gehen und so und keine Angst mehr vor Tod zu haben, finde ich sehr langweilig. Aber für solche Sachen ist das nicht so verkehrt. So, dann machen wir jetzt die Hose. Ja, tipp darum. Mit E mache ich das Menü sonst zu. So, mit Schutz war das. Und Haltbarkeit. Haltbarkeit müssen wir wieder ein paar Beeren essen. Ein paar Glücksbeeren. Naja, Perlen haben wir noch genug. Da ist die Hose. Und Haltbarkeit. Ziehen wir auch an. Ja, ging ja schnell. Was haben wir noch? Pommes ist da. Hi, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Nein, ist schon nach 12. Ich darf es nicht mehr sagen. Ich sag das immer den ganzen Tag dann. Gut, während der arbeitet und der unten arbeitet, können wir ja noch mal ein paar Perlen sammeln. Ah, diese Essenzen sind gar nicht so schlecht. Ich wüsste nicht, was wir ohne die machen würden. Boah, freue ich mich, wenn wir diesen Spawner haben und eine übelste Rüstung, dass wir die einfach nur so weghacken, ne? Das wäre natürlich super. Das ist so my dream. Oh, hier sind sogar schon wieder fast alle voll. Das geht ja fix. Wir müssen hier noch ein bisschen aufbauen. Oder wie gesagt, ich muss mal gucken, wie ich das automatisieren kann, wenn es überhaupt geht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wie geht's euch und dir, Zellron? Ja, also, ich kann mich nicht beklagen. Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Ja, schon gut geschrieben. Sehr gut. Ich glaube, da braucht man zum Beispiel eine
Was? Ein Capicitor? Was mit Rüstung? Was? Ich kann dir nicht folgen, mein Coaster. Das ist Spanisch. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, das Wort. Ja, gut, ich glaube, dann ist es zu übertrieben. Dann, wir machen das, was wir haben, und wir gucken mal. Wir schauen uns das mal an. Jetzt ist doof, unten müssen wir warten. Aber wartet mal, mir fällt gerade was noch ein. Wir wollten ja an Amboss auch gucken. Ender.io. Wir gucken mal, wenn mit Energie versorgt. Wie kann ich das mit Energie versorgen? Zeigt die Positionen von nahen Geräuschquellen an. Wie geil ist das denn bitte? Generiert Power, also Energie von der Sonne. Okay. Das ist ja cool. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit. Auch nicht schlecht. Ermöglicht Gleiten. Okay, auch nicht schlecht. Und das war das noch, ne? Erhöht Schreit und erlaubt Dreifachsprung sogar. Wow. Okay, also wir gehen mal zum Armboss. Ich gucke mir mal an. Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn das, Schuss auf die Mandeln Energie. Wie kann ich den mit Energie versorgen? Ich will den mit Energie versorgen. Xerion, wenn du da einen dynamischen Kristall auf die Rüstung machst, kannst du mit Strom aufladen. Ah, dankeschön. Dankeschön für den Hinweis. Danke, Matti. Ein dynamischer... Wir können einfach Kristall eingeben. Kristall, das kriegen wir bestimmt hin. Ein reiner Kristall. Wie sieht denn so ein dynamischer... Ich schreibe lieber doch dynamisch davor. Der ist das. Ach, du heiliger Bimba. Ach du heiliger, heiliger Bimbam. Gut, wir brauchen Smaragde. Ich sag ja, wir müssen unbedingt farmen gehen. Danke für den Hinweis, das werden wir machen. Definitiv werden wir die Klamotten so aufpimpen. Wir müssen Smaragde dann noch farmen. Wir haben aber Sprungwege, also Wege, dass wir da direkt hinkommen. Wir müssen nur gucken, was wir haben zum Handeln und so. Und das war zu tief. Das kriegen wir hin. Also das ist auch eine Sache, die wir recht schnell lösen können. Es geht ja nicht mehr automatisch hier hoch. Ich glaube, 6 reicht nicht. Lass mal gucken, Inventar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brauchen wir, glaube ich. Also 2. Ich bin der Meinung, 8 brauchen wir. Dann warten wir die 2 noch ab. Dann verzaubern wir das und dann passt das. Und mit dem Schwert, denke ich mal, das gleiche. Dynamischen Kristall holen wir auch drauf. Das kriegen wir hin. Das machen wir. Aber Melancoaster, was ist jetzt dieser Capacitor? Was ist das? Wenn ich das eingebe, werde ich bestimmt nichts finden. Capacitor, oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Tastatur. Capacitor, ach so, Capacitor wird es wahrscheinlich auch gesprochen. Ender.io. Ach so. Mechanismen haben wir drauf. Ja, Mechanismen haben wir drauf. Das meiste läuft sogar aktuell über Mechanismen. Das haben wir drauf. Es gibt so viele Mods. Ich habe mal nach Mods geguckt. Das ist unglaublich, wie viele Mods es gibt. Wir können übrigens mal, nein. So, da haben wir Mechanismen. Hat auch unendlich viele Sachen. Unglaublich. Das ist schon krass. Ein digitaler Miner. Warte, ein digitaler Miner? Gibt es einen digitalen Miner? Mal gucken mal, ich weiß es nicht. Also wir haben einen automatischen Steinbruch. Den haben wir von Ender.io ja drauf.
falls das gemeint ist. Ob das so langweilig ist, fragt Matti. Ja, finde ich halt auch. Also das finde ich halt auch sehr langweilig. Also wir werden uns irgendwo einen Steinbruch mal bauen, einfach damit wir es irgendwo haben und stellen den an, lassen den laufen. Aber prinzipiell, ja, ist das wirklich ein bisschen low dann. Achso, da muss man nicht mehr meinen. Ja, aber das wollen wir ja. Das macht es ja irgendwie aus, ne? Also letztendlich muss ich ja sagen, macht ja genau das auch Minecraft aus, dass man halt auch mal in die Mine geht. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, dass man auch mal in die Mine muss, persönlich. Ich finde das nicht schlimm. Was ist hier los? So, dann machen wir noch das hier. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Haben wir Level 10? Nein. Wir brauchen erstmal Level 10. Na gut, er macht gleich 11. Da macht er 11. Auch das sei mir recht. Schutz. So, jetzt brauchen wir Level 13. Das macht doch den Reiz aus. Ja, finde ich auch. Such nur meiner. Können wir gleich mal machen. Also wie gesagt, einen Steinbruch will ich schon noch haben. Wir haben sogar einen gebaut. Also ich kann den abbauen. Wir haben einen. Ich zeig's gleich ganz kurz. Wir gehen da gleich mal hin. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Also da habe ich prinzipiell... Ich weiß nicht, wir tun das mal alles in den Rucksack. Auch diese... Unser Rucksack sieht aus wie, ich weiß nicht was. Kraut und Rüben! Eisenstiefel, wir brauchen es wahrscheinlich. Ich werde die wahrscheinlich einschmelzen oder so. Wir gucken mal, ganz ehrlich, das sieht auch cool aus, aber... Wir müssen mal gucken, was wir da machen. Und den heben wir noch auf. Wir können noch mal kurz hingehen. Wie gesagt, wir haben eine Mine, also wir brauchen da nichts bauen eigentlich. So, dann reisen wir da mal ganz kurz hin, geht schnell. Atlas haben wir hier, perfekt. Hier haben wir einen Miner, der ist zwar gerade nicht angeschlossen, aber er ist ja da. Da. Hier sind ein paar Erdnüsse, sind auch sehr lecker. Oh, der Brian ist auch da, lässt sich nach einer stressigen Woche blicken. Willkommen, schön, dass du da bist. Hier haben wir ja einen Endersteinbruch durch extra Utilities. Den können wir natürlich super nutzen prinzipiell. Wir können auch andere Steinbrüche bauen. Der ersetzt es irgendwie wohl durch Erde. Der wurde mir letztes Mal empfohlen. Letztes Mal ist gut, schon ein paar Streams her. Haben wir hier mal laufen lassen. Hat gut funktioniert. Hat auch alles rausgeholt. Da können wir uns nicht beklagen. Nur letztendlich... ja, wir müssen mal gucken. Also wie gesagt, sowas hätten wir definitiv da. Ja, Brian, dann hoffe ich, dass diese Woche nicht so stressig wird für dich. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber wie gesagt, mit dem Steinbruch, das soll nicht das Hauptding sein. Wir wollen... Man sieht da die Leitung. Ist ja krass. Wir wollen natürlich schon auch was tun. Also letztendlich... Ich muss immer sagen, ich habe immer Sorge, dass es zu langweilig wird, wenn man nichts macht. Ich muss auch sagen, ich habe... Ich schaue selber auch Let's Plays bei anderen. Ne? Da brauchen wir nichts sagen. Und die, die das zu technisch alles haben, da schaue ich dann nicht mehr zu. Also ab einem gewissen Zeitpunkt ist mir das zu extrem technisch. Und ich finde, das ist dann nicht mehr Minecraft. Also man kann so einen Steinbruch mal haben, aber das sollte nicht unsere Hauptquelle sein, um an Ressourcen zu kommen. Weil, wie gesagt, das wird dann langweilig. Was haben wir hier vergessen? Ein Baumhaus. Ja, das haben wir ja schon gebaut. Können wir auch fast abhaken. Mach mal bitte Nacht. Das können wir auch gleich machen. Nur jetzt gucken wir mal ganz kurz. Unser Schwert haben wir. Eigentlich, ja, wir müssten jetzt mal auf die Reise gehen. Wir machen mal Nacht und wir machen die Gegner vor allen Dingen an. Wobei, ich glaube, es wird gerade eh Nacht. Kann ich das Schwert, will ich auch verzaubern. Ich will das Schwert auch verzaubern. Was kann ich denn da verzaubern? Was macht denn da Sinn, bevor ich Nacht mache? Schärfe, was ist Schärfe? Bann. Was? Nemesis? Rückstoß? Ja, Verbrennung darf ich auf gar keinen Fall machen wegen Ender. Plündern hilft uns das. Kriegen wir da vielleicht mehr?
hilft uns vielleicht auch mal Blödsinn? Ist das vielleicht wirklich gar kein Blödsinn, der Blödsinn? Man weiß es nicht. Schreibt mir bitte mal, welche Verzauberung ich machen soll. Ich zeige es auch mal ganz kurz. In der Zwischenzeit hole ich unten nochmal ein paar Perlen, die wir essen können. Wo haben wir das Schwert? Das verzaubern wir auch und reparieren wir dann auch. Also es gibt Soulbound ist Schwachsinn, Schärfe, Bann, Nemesis, Rückstoß, Verbrennung auf gar keinen Fall, Plünderung, Haltbarkeit oder Blödsinn. Sagt mal, was ich da nehmen soll. Also bei einem digitalen Miner muss man nur die Erze eingeben und dann holt er dann nur die raus. Okay, das können wir uns später mal angucken auf jeden Fall. Machen wir gleich mal, nur mal so interessenhalber. Wie gesagt, aber prinzipiell finde ich das ein bisschen krass. Also, das ist, dann kann ich auch Game Mode 1 machen. Dann hole ich mir auch nur die Erze, die ich brauche. Also ich würde den Reiz dadurch verlieren, das muss ich sagen. Da sehe ich so die Gefahr drin. Ja, ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich finde, die Waffe macht noch sehr wenig Schaden. Das müssen wir mal ein bisschen optimieren. Läuft bei denen.